Hallo zusammen, wir haben heute Patrick von Home2Go bei uns, aber stell dich doch vielleicht mal selber vor und wie du CEO von dieser börsennotierten Reisefirma in Deutschland geworden bist. Ja, hallo Philipp. Freut mich, dass wir uns heute mal unterhalten können. Ich bin Patrick. Ja, bin seit Anfang an von Home2Go dabei. Meine Personalnummer ist 001. Das erzähle ich immer gerne. Stimmt aber auch hundertprozentig. Kann man sozusagen nachkontrollieren. Ich habe mit meinen beiden Mitgründern 2014 Home2Go gegründet und bin seitdem CEO. Ja, und 2021 haben wir es an die Frankfurter Börse geführt. Und wie kam es denn zu der Gründung von Home2Go? War das deine erste Gründung? Hast du schon mal davor was gemacht? Und was glaubst du, war auch so, sag ich mal, vielleicht die zweite Frage dann, dass ihr es an die Börse geschafft habt? Weil es gab ja sehr, sehr viele Gründungen in den letzten 10 Jahren. Ne? Also ich komme ja auch ein bisschen so aus der Startup-Welt, aber insgesamt muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht, wie wenig Firmen es eigentlich dann an die Börse geschafft haben in Deutschland. Ne, wenn man es mal mit dem Jahr 2000er Boom vergleicht, ne, da gab es, glaube ich, irgendwie hunderte Tech-Firmen, die es an die Börse geschafft haben. In Deutschland eigentlich fast nur Firmen aus dem Rocket-Umfeld und ganz wenige Ausnahmen, so vielleicht zum Consumer Web, obwohl es da ja auch sehr, sehr viele Finanzierungen auch gab. Ne? Also ich glaube, vielleicht, wir haben ja Home2Go gegründet 2014. Also da haben wir offiziell angefangen. Wir sind jetzt auch genau 10-Jähriges. Vor 2 Tagen, da war die Eintragung von der GmbH. Wir nehmen am 15. Januar auf, also am 13. Januar war damals die Eintragung. Aber haben natürlich schon vorher daran rumgewerkelt. Vielleicht zu meinem Hintergrund nochmal ergänzend, das erklärt vielleicht auch einiges. Also ich habe mit jungen Jahren schon angefangen zu programmieren, war dann aber vor allen Dingen interessiert an Web Development, also im Endeffekt HTML, JavaScript und Design. Habe das eine ganze Zeit lang gemacht, habe aber dann Jura und BWL studiert, zusammengefasst, auch einen Doktor in Jura mit einem BWL, also mit einem wirtschaftsrechtlichen Schwerpunkt und war, bevor wir Home2Go gegründet haben, dann bei Rocket Internet, zuletzt bei Home24. Mein anderer Mitgründer hatte schon Casamundo gegründet, mal Ferienhaus-Plattform, die wir später von Axel Springer zurückgekauft haben. Mein anderer Mitgründer, Wolfgang Heigl, der auch noch aktiv ist im Vorstand mit mir, hat früher Swudu gegründet, die Flugsuchmaschine für den deutschsprachigen Raum, dann an Kayak verkauft, den amerikanischen Marktführer, war dann Geschäftsführer und CMO für Kayak Europa, hat damit das Europageschäft aufgebaut, bevor wir zusammen Home2Go angefangen haben 2014. Und im Endeffekt ist es eigentlich entstanden aus dem eigenen Problem, dass es schwer ist, ein Ferienhaus oder Ferienwohnung zu finden. Ja, weil es keine Plattform gab, die am Ende alle oder den Großteil der Angebote auf einer Plattform vereint hat und damit einfach durchsuchbar, auffindbar, vergleichbar und dann auch buchbar gemacht hat. Und das war eigentlich schon die Idee hinter Home2Go. Dann haben wir mit Venture Capital finanziert in verschiedenen Runden. Die letzte war Series C. Unser größter Lead Investor war Inside Venture Partners, ein sehr bekannter Fonds aus den USA, hatten aber auch diverse europäische Investoren mit drin und unter anderem Lakestar. Und mit Lakestar beziehungsweise dem Lakestar SPAC sind wir dann 2021 an die Börse gegangen. Und ja, seitdem befinden wir uns an der Börse. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja eigentlich, klingt ja super. Es gibt ja auch nicht so viel gründergeführte Firmen an der Börse. Ist ja auch immer was, worauf ich gerne achte. Ja, und das klingt sehr interessant. Ich meine, Wimdu gab es ja mal. Ne? Die ist, glaube ich, seit später gestartet. Die gibt es nicht mehr. Ihr seid dann mit dem Meta-Modell dann erfolgreicher geworden. Ne? Oder was vielleicht nochmal zur nächsten Frage für die Leute, die es nicht wissen. Was macht Home2Go? Wir haben über Ferienhäuser schon gesprochen. Und wie verdient man Geld? Und was ist vielleicht ein bisschen anders als bei dem bekannten amerikanischen Vorbild, wo der Gründer ja, glaube ich, auch einen Design-Einschlag hat? Ja, ich glaube, also erstmal stimme ich dir zu mit den Gründerthemen. Da gibt es ja, habe ich erst vorgestern, glaube ich, auf LinkedIn oder so gesehen, war eine schöne Auswertung, glaube ich, von Bain zu dem Thema, wie gründergeführte Companies im S&P 500, also gründergeführt im Sinne von Gründer ist noch aktiv oder einer der Gründer bei uns sind ja zwei der Gründer sogar noch aktiv im Vorstand und nicht nur irgendwie als Chairman oder so weiter. Aber selbst das führt dazu normalerweise, laut dieser Bain-Auswertung, dass die Firmen sich besser an der Börse schlagen. Ja?
Zu der Frage, was Home2Go eigentlich macht. Ja, wir haben damals angefangen, Home2Go, wie gesagt, daraus zu gründen, dass wir gesagt haben, es gibt ja eigentlich gar keine Seite, wo ich schnell und einfach eine komplette Übersicht über den Ferienhausmarkt bekommen kann. Ja, und das war im Endeffekt auch ein anderer Ansatz, als den jetzt vielleicht Rocket mit Vimdu gemacht hat. Oder weil Vimdu im Endeffekt eine Airbnb-Kopie war, wenn man sich es angeguckt hat, also in den Städten versucht hat, neues Inventar zu schaffen. Ja, wir haben ja einen ganz anderen Anspruch gehabt. Wir haben uns auf den klassischen Ferienhausbereich, also auch den Bereich, wo man normalerweise sagen würde, das ist der Ferienbereich, wo man für die großen Sommerferien, für die Skiferien und solche Sachen hinfährt. Ja, das heißt, wir haben das klassische Ferienhaus, nicht neues Inventar geschaffen, sondern das klassische Ferienhaus, den klassischen Ferienhausmarkt. Also du fährst irgendwie an die Ostsee, du fährst nach Dänemark, du fährst in die Berge, du fährst nach Mallorca, den zusammengefasst auf einer Plattform. Also auch eine ganz andere Herangehensweise. Mehr dieses, wenn man sagen würde, ländliche, beziehungsweise jetzt nicht citybezogen oder stadtbezogen. Und das auf einer Plattform zusammengefasst als Metasuche. Das war unser Einstiegsmodell. Ja, um auch viel Inventar schnell auf eine Plattform zu bekommen und dann groß zu werden. Und wir haben aber gewusst, weil dieser Markt, und das ist das Spannende eigentlich generell an Ferienhaus und Ferienwohnung. Für mich sowieso, ich meine, wie gesagt, wir machen das seit 10 Jahren und du sprachst es an, ist schön, wenn man als Gründer noch aktiv ist. Aber es gibt einen Grund, oder es gibt mehrere Gründe, aber ein Grund, der da mit reinspielt, ist, dass dieser Markt unheimlich spannend ist, weil der Markt so groß ist. Also Ferienhaus an sich ist ein riesiger Markt. Im Unterkünfte zählt natürlich gesamtheitlich zu den Unterkünften, war vor Corona schon der schnellst wachsende Markt im Travel, also Alternative Accommodation, alternative Unterkünfte, wo Ferienhaus, Ferienwohnung mit reinzählt. Und das ist, glaube ich, das Spannende daran. Wenn wir uns das angucken, ist da auch sehr viel noch fragmentiert und unprofessionell. Und das war natürlich damals, als wir angefangen haben, noch krasser, aber hat auch dazu geführt, dass wir gesagt haben, das reine Metasuchenmodell, auf der einen Seite macht es total Sinn, in dem Markt überhaupt mal eine Vereinheitlichung zu schaffen, viel mehr als ein Hotel oder ein Flüge, weil der Mehrwert allein dieser Vergleichbarkeit viel, viel größer war. Flüge sind relativ leicht vergleichbar, weil sie über Flugnummern vergleichbar sind zum Beispiel. Oder Hotel ist alles sehr standardisiert. Bei Ferienhäusern, Ferienwohnungen viel komplexer. Gleichzeitig, wenn man es schafft oder wenn man es in die richtige Richtung bringt, natürlich der Mehrwert größer. Aber gleichzeitig haben wir auch gesehen, dass es viele Anbieter gibt, die sehr gut sind in ihrem Produkt, was sie als Produkt bezeichnen. Das Ferienhaus, was auch Sinn macht, oder die Ferienwohnung. Gleichzeitig aber vielleicht nicht die Expertise haben in Technologie oder Software, oder Design. Ja, und dann kommt man dahin, dass man beispielsweise wunderschöne Objekte findet bei bestimmten Verwaltern oder Vermietungsagenturen, aber die Webseite zum Beispiel damals und teilweise sogar heute noch nicht mal mobile responsive war. So, und deswegen haben wir gesagt, für uns ist es extrem wichtig, dass wir natürlich dieses Inventar, ja, wir haben ja diese Vision, im Endeffekt dieses außergewöhnliche Inventar auch einfach zugänglich zu machen, haben wir gesagt, dass es nicht nur auffindbar machen, sondern natürlich auch buchbar machen im nächsten Schritt. Und deshalb besteht Home2Go heute im Endeffekt fast forward, ja, ursprünglich angefangen als Metasuche. Heute haben wir einen Marktplatz, der besteht aus den Buchungen, die auf dem Marktplatz direkt stattfinden, also direkt bei uns, und so einem Restwert aus Metasuche, der mehr Werbung ist. Ja? Also du kannst dir so vorstellen, wir haben immer noch einen Metasuchenanteil, aber das ist mehr so ein Werbeelement. Und dann gibt es daneben den Geschäftsbereich Home2Go Pro, können wir uns auch noch mal ein bisschen gerne drüber unterhalten, der im Endeffekt vor allen Dingen für die Anbieterseite, ja, also die Vermieter oder Vermietungsagenturen, Software- und Servicelösungen zur Verfügung stellt, damit die ihr Geschäft besser machen können. Aber auch Lösungen, die theoretisch auch im gesamten Travel-Markt Anwendung finden können. Also heute besteht Home2Go im Endeffekt aus dem Marktplatz, zum klassischen Marktplatz, wo die Metasuche noch der Werbeanteil ist, und Home2Go Pro, dem Vielleicht jetzt noch B2B-Segment. vom Verständnis in Metasuche, das ist, ne, also ich suche jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Ferienhaus Toskana und dann gibt es irgendwelche Werbungen von, weiß ich nicht, von Ferienhäuser in Toskana.de und dann mache ich den Click-out und dann kriegt ihr eine Provision
Und Marktplatz ist dann, es findet eigentlich auf eurer Webseite irgendwie statt. Ist es dann rechtlich auf euer Risiko oder zumindest mal verlässt die Webseite nicht mehr, ne? Weil das war, glaube ich, oft so ein bisschen dann das Problem bei Trivago oder so. Man hat die Hotels und dann klickt man immer drauf und irgendwann sind die Leute immer nur noch bei zwei Seiten und dann gehen die Leute halt dann direkt dorthin. Klar, der Unterschied ist A, euer Markt ist viel fragmentierter, weiß ich selber noch. Also ich habe früher viel so Skihütten für Studienfreunde und Schule organisiert. Da gibt es irgendwie so ein Reisebüro, die das gemacht haben, seit aus den 90ern, aber hat funktioniert. Die hatten das Inventar, aber es war halt immer sehr mühsam. Du stellst eine Buchungsanfrage, dann antworten die nach 4 Tagen oder ja oder nein oder es gab so Sachen. Also, und das ist natürlich dann schon, was ihr dann, sag ich mal, Mehrwert liefern könnt. Allein, das ist, ist es live oder wie viele der Anteile der Sachen sind dann sofort buchbar? Das ist wahrscheinlich auch nicht alles. Wie viel nutzen dann euer, sag ich mal, euer Pro für die Ferienhausvermieter? Weil das ist ja auch ein Problem, wenn die auf drei Plattformen sind. Ist mir auch schon passiert, du buchst was und dann kommt irgendeinen Tag später die Antwort, ja, es ist nicht mehr verfügbar, weil es halt irgendwie auf einer anderen Seite schon gebucht worden ist. Also dieses Thema Channel Manager, was ein Hotel hat. Aber wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, drei Zimmer irgendwie auf den Seychellen untervermiete, dann haben die es meistens nicht. Ne? Ja, also ich glaube, du sprichst da eine lustige Anekdote an, weil das war früher auch immer als wir noch eine private Company waren, ganz am Anfang, ja, und das Fundraising betrieben haben. Da war es immer ganz klar, Leute, die schon mal ein Ferienhaus gebucht haben von den Investoren, die haben das Problem immer sofort verstanden. Ja, es war genau wie du das gerade gesagt hast. Die haben immer gesagt, ja, das Problem brauchst du mir nicht erklären, verstehe ich. Ja, also ich fahre oft ins Ferienhaus. Es ist ein Nightmare im Endeffekt, das Richtige zu finden, vor allen Dingen zu vergleichen und dann auch noch das Gefühl zu haben, ich habe es zum richtigen Preis gebucht. Ja, das Problem brauchst du mir nicht erklären. Und das ist immer so eine lustige Anekdote. Deswegen ist witzig, dass du das auch so nachvollziehen kannst. Ich glaube, wenn man sich den Markt anguckt, ist sicherlich der Ferienhausmarkt, hast du ja gerade auch gesagt, nochmal, wie gesagt, unprofessioneller als der Hotelmarkt. Ja, weil einfach natürlich, wenn man sich den Ferienhausmarkt anguckt, das ist für viele Leute auch immer sehr faszinierend. Das Inventar selber wird zu 95%+ von Privateigentümern gehalten. Ja, und dann gibt es diese Privateigentümer, die eventuell direkt vermieten. Ja, also die gehen zum Beispiel direkt auf Home2Go, die gehen direkt auf Booking, die gehen direkt auf Airbnb. Oder es gibt, kann man so knapp sagen, Hälfte, Hälfte wahrscheinlich, der Vermieter, die halt sagen, ich nehme einen professionellen Service dafür. Ja, also eine Vermietungsagentur, einen Verwalter, entweder lokal, regional, überregional, gibt es auch in allen Größen. Ne? Also von irgendwie 10 bis 20 Ferienhäusern zu über 50.000. Ja, also es gibt eine Unmenge an verschiedenen Anbietern auch da. Und du sprachst es gerade an. Ein großes Problem ist sicherlich, die Daten aktuell zu halten. Ja, gerade wenn du jetzt zum Beispiel ein Privatvermieter bist, hast du ja das, also willst vielleicht selber dein Objekt bei zum Beispiel Booking, Airbnb oder Home2Go hochstellen. Da wirst du im Zweifel jetzt ja nicht eine eigene Channel-Management-Software bauen. Wenn du 50.000 Objekte als Verwalter oder Vermieteragentur hast, dann baust du deine eigene API, dann macht das Sinn. Ja. Und genau da setzt auch so ein bisschen unser Home-to-Go Pro-Gedanke an. Ja, im Endeffekt, gerade für die Anbieterseite und die unprofessionellere Anbieterseite, Möglichkeiten zu schaffen, sich zu professionalisieren. Ja, und als Beispiel für deine Frage, also wenn du jetzt ein Ferienhaus hättest oder auch ein paar mehr, ja, haben wir zum Beispiel mit Smoobu eine Software, die genau das macht. Ne? Das ist eine SaaS-Software basierend auf Subscription. Du hast im Endeffekt deine kleine Verwaltungssoftware und wenn jetzt jemand bei uns bucht oder bei Booking bucht oder bei Airbnb oder bei einem der anderen Channel, die angeschlossen sind, ne? Es gibt ja noch mehr, Fibo Direkt und so weiter und so fort, dann willst du ja eben gerade nicht, dass es auf einer anderen Seite noch verfügbar ist, weil du vielleicht auch dann Doppelbuchungen hättest und jemandem absagen musst oder, und so weiter. Und genau das macht diese Software. Ja, das heißt, sie synchronisiert im Endeffekt die verschiedenen Verfügbarkeiten, Preise. Du hast einen Kanal, wo du auch Kundenkontakt hast. Also musst dich nicht in alle Plattformen einloggen, kriegst eine eigene Webseite, etc. etc.
hat auch einen kleinen App Store, wo du auch noch andere Sachen anschließen kannst, zum Beispiel diese Digitalschlösser oder andere Pricing Services. Also sehr, sehr viele Themen, die du normalerweise als semi-professioneller oder als kleiner Anbieter, die ja nicht selber leisten würdest oder eigene Software bauen würdest. Und das ist ein Beispiel dafür, was wir mit Home2Go Pro, in dem Fall mit der Smoobu Software, ermöglichen und damit natürlich auch ermöglichen, dass der Markt sich weiter professionalisiert, Daten besser werden. Und mit besseren Daten ist natürlich auch, kannst du auch viel besser diese direkte Buchbarkeit anbieten. Weil die kannst du natürlich nur anbieten, wenn du sicherstellen kannst hinten, dass es nicht doppelt gebucht wird. Also man kann auch, also ich habe auch ein kleines Ferienhaus. Das kann ich dann auch direkt bei Home2Go eintragen und da gibt es dann auch Direktbuchungen. Ich könnte auch zu einer eigenen Webseite dann verlinken, wo dann keine Provision fällig wird, sondern nur halt euer Software-Komponente. Publiziert ihr ungefähr den Anteil von den Direktbuchungen von Objekten, die ihr direkt habt? Weil ein großer Anteil wird ja schon von, sag ich mal, den Partnern Airbnb und Booking, das sind ja die zwei Gorillas, muss man sagen, in dem Segment kommen. Weißt du das aus oder kann man das ungefähr sagen, auch vielleicht noch mit der Softwarekomponente, weil das ist natürlich, sag ich mal, oder auch wo der Trend dann dahin geht, ja, von Ich daher. glaube, ich glaube, wichtig zu verstehen ist erstens auf unserem Marktplatz, also Booking ist ein Partner von uns, genauso wie Vrbo mit Fevo direkt in Deutschland, TripAdvisor. Aber Airbnb ist nicht auf unserem Marktplatz als Inventar, ja, also als Airbnb-Marke. Ja. Wir haben natürlich sehr viel Inventar, was du auch auf Airbnb findest. Ne? So würde ich das wahrscheinlich eher betrachten. Im Regelfall sind wir aber, und das gilt natürlich vor allen Dingen für diese Feriendestinationen, ja, also wirklich, wo wir auch herkommen, klassisches Ferienhaus, klassische Ferienwohnung, haben wir mehr Inventar und du siehst in der Regel eigentlich auch, dass wir günstiger sind, ja, weil es einfach mehr Inventar zusammengefasst wird. Kannst du zum Beispiel mal einfach so als Deutscher, das ist immer ganz gut, auch wenn es vielleicht nicht dein Thema ist, aber als Vergleich ist immer ganz schön, mal so Sylt zu vergleichen oder sowas. Ja, da kann man seine eigene Meinung einfach machen, muss man jetzt nicht sich überlegen. Da sieht man dann ganz gut, was das bedeutet mit dem größeren Inventar. Ja? Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass wir als Direktbuchung beziehungsweise Buchung im Home-to-Go-Marktplatz, ja, da liegen wir, so ein Q3-Zahlen, muss man ja immer so ein bisschen gucken, ja, liegen wir um die 60%, die im Marktplatz darüber laufen. Aber in DACH, unserem am weitesten fortgeschrittenen Markt, ist es immer oder ist es mittlerweile über 80, sogar teilweise über 85%, wo die Buchungen direkt über unsere Plattform laufen. Ja. Und Home2Go Pro ist ja so ein bisschen. Also wenn man sich die Home2Go Pro Services anguckt, da muss man ja immer dann gucken, was auf den verschiedenen Kanälen läuft. Und da, ist zum Beispiel auch Airbnb ein Partner. Ja? Also Airbnb bekommt Inventar von Smoobu, bekommt Inventar von unserer Agenturlösung und so weiter. Ja? Also da sieht man auch, wie dieser Markt so ein bisschen funktioniert. Ja? Und da kann ich natürlich nicht die einzelnen Kanäle, wie die jetzt in der Software sind, das können wir natürlich nicht publik machen. Okay, aber 60% Direktbuchung, ne, das ist ja eigentlich vielleicht auch eine Wahrnehmung, glaube ich. Ich glaube auch, Home2Go wird als Metasuche wahrgenommen, so ein bisschen im Markt, ne? Weil man hat irgendwie jetzt als Aktie, wenn man es irgendwie drauf, das ist ja ein sehr, sehr großer Anteil. Dieses Inventar kommt dann aber auch über Partner zusammen, die das dann euch speisen, oder habt ihr zu 60% der Buchungen Leute, die dann wirklich das direkt dort bei euch hochgeladen haben und dann das Ganze nutzen? Das ist die eine Frage. Und zweitens, warum könnt ihr dann günstiger sein als die Großen, ne, von der Seite? Na, ich glaube, es sind zwei Themen. Ne? Auf der einen Seite muss man unterscheiden, das ist auch was natürlich viele Leute manchmal auch nicht hundertprozentig auf den ersten Blick verstehen, was auch verständlich ist. Ja, wenn man sich anschaut, welches Inventar du auch auf Airbnb oder gerade auch auf Booking oder auf anderen großen OTAs findest, ist natürlich das Inventar nicht immer der Privatanbieter, der sein kleines Haus da listet. Ja, ganz viel Inventar ist genauso wie du
dass bei der bei einem Hotel OTA oder also Online Travel Agency oder Hotelmarktplatz hast, kommt natürlich auch über Ketten. Ja, das ist bei uns, gibt es halt keine Hotelketten, bei uns gibt es diese Vermieter in verschiedenen Größen. So kann man das ganz gut vergleichen. Ja, und das ist dann trotzdem die beste, die direkteste Quelle für dieses Inventar. Weil du als Privatanbieter, wenn du zum Beispiel zu so einem professionellen Vermietungsagentur gehst, die vielleicht Full Service, da gibt es natürlich auch alle möglichen Abstufungen, aber die sich wirklich um alles kümmert, gehst, hast du mit der Vermietung ja nichts mehr zu tun. Ne? Du gibst denen das Ferienhaus, sagst, ich möchte irgendwie 3 Wochen oder 4 Wochen im Jahr da vielleicht selber rein, und den Rest kümmern die sich. Ne? Also Schlüsselübergabe, Reinigung, wenn was kaputt ist, Kommunikation, Vermarktung. Ja, so deswegen muss man das so ein bisschen differenzieren, wo man den Ansatz macht. Ja, und natürlich haben wir, ich würde das eher unterteilen, also direkte Source für das Inventar ist der Großteil unseres Inventars darüber gesourced, ja, also über die letzte Möglichkeit letztlich daran zu kommen. Und wenn du dann guckst, gibt es da halt die Unterscheidung, kommt es über professionelle, ja, also Vermietungsagenturen, Verwalter, oder kommt es direkt im Sinne von, dass ein Privatanbieter direkt bei uns listet? Und da ist natürlich der klare, weil damit haben wir angefangen, das war unser Service auch, den wir dem Markt gegeben haben, dass wir gesagt haben, wir wollen erstmal die Professionellen unter einen Hut bringen. Ja, und das private Geschäft, also wo Leute direkt bei Home2Go absignen, haben wir ja gerade erst vor kurzem in Anführungsstrichen eröffnet. Ja, und damit auch die weitere Möglichkeit gegeben, dass du direkt dein Ferienhaus auf Home2Go stellen kannst. Weil es halt Vermieter gibt, und das ist halt das Thema, die halt sagen, okay, ich möchte vielleicht keine Vermietungsagentur nutzen und ich möchte halt einfach alles unter Kontrolle haben. Und deshalb wollen wir diese Option auch bieten. Okay, also das könnte für mich irgendwann mal sein, ja. Ja, was ist irgendwann, Genau. sofort. Ja. Ja, aktuell Ja, nutzen wir es noch viel selber, aber von der Seite vielleicht mal als aber Gedanken. das kannst du ja einstellen. Ne? Ja, Das ist ja ja. das Ja. Schöne. Also das Ferienhaus-Modell, auch als privater Investor in ein Ferienhaus, ist ja genau das. Ne? Du kannst dir halt im Endeffekt ja so lange, wie du willst, selber einräumen und sagst dann halt, ich möchte vielleicht einfach mal probieren, vielleicht auch in der Randsaison, wenn ich eh nicht fahre, ja, mal ein bisschen zu vermieten. Gerade wenn du es selber steuerst. Ne? Also wenn du jetzt nicht sagst, ich gebe es einer Vermietungsagentur, die wird sicherlich sagen, hey, wenn du es dir für den ganzen Sommer selber blockst, weiß ich nicht, ob es für mich interessant ist, ja. Aber wenn du es selber einstellst, zum Beispiel bei uns, geht das eigentlich relativ gut. Zumal wenn du sagst, okay, ich stelle es ein und nutze vielleicht auch noch eine Software, die Ja. vielleicht spannend sein könnte. Da wäre zum Beispiel, also die erste Hürde, da sind dann oft dann regulatorisch und steuerlich. Ne? Ferienhäuser sind oft dann in anderen Ländern und doof gesagt, wenn man jetzt für 3 Wochen vermieten würde, ja, wo es frei wird, habe ich dann Lust dazu, mich irgendwie mit irgendwelchen spanischen Behörden irgendwie rumzuschlagen und solche Themen. Ne? Das ist das, glaube ich, ist das eine Hürde bei euch? Also was sind die Größen? Ist es regulatorisch, steuerlich? Warum oder machen Leute das nicht? Oder ich habe Angst, mein Haus wird irgendwie zerstört. Ne? Ich glaube, es ist in der jungen Generation anders. Ne? Also ich glaube, wenn man vor 20 Jahren gefragt hätte, irgendwie fremde Leute kommen in dein Haus und mieten da, ne? Hätten gesagt so, it's not gonna work, ja. Aber das hat sich ja doch bei Airbnb gezeigt, dass die Leute es doch machen. Aber was sind so, sag ich mal, vielleicht, was sind die aktuellen Hürden, die ihr vielleicht so von der Seite hat? Oder ist es einfach halt auch der doch große Wettbewerb, ne, im Ferienwohnungen- oder Ferienhäuserbereich? Was ist so, sag ich mal, von der Ja, Seite? ich glaube, das ist ja spannend. Ne? Ich glaube, das ist ja der Grund, warum viele Investoren bei Airbnb gepasst haben. Ja, weil da war es ja sogar noch krasser. Du hast ja nicht, also als Idee, ja, du hast ja am Anfang ja eigentlich nicht mal dein Wohnsitz oder, ne, also klassische Ferienwohnung, Ferienhaus vermietet, sondern dein Erstwohnsitz. Ja, das ist ja das, wie sie am Anfang in den Städten, ja, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Ja, und ich glaube, das ist insofern sicherlich bewiesen. Aber es gibt natürlich Unterschiede dabei. Ja, es gibt halt natürlich Leute, die ein Ferienhaus auch nur erwerben, ja, um daraus ein Vermietungsobjekt zu machen. Ja, so wie man das in Städten ja auch gesehen hat bei Airbnb, das gab es schon vorher, bevor es Airbnb gab, natürlich sowieso, dass Leute sagen, das ist ein Investitionsobjekt. Ja, und ich kann da
vielleicht irgendwie 30.000 im Schnitt mit Miete erzielen oder sowas. Ja, und dann mache ich das lieber als ein Vermietungsobjekt. Ja, kommt natürlich mit viel Aufwand, ne, wenn was kaputt ist, wenn Leute was haben und so weiter. Deswegen gibt es ja dann auch wieder sehr viele Anbieter oder beziehungsweise Eigentümer, die ihr Objekt dann halt jemandem anders professionellen geben, der vielleicht auch vor Ort ist und sich drum kümmert. Und auch solche Themen wie halt natürlich Steuern und sowas als Service mit abfängt. Und ich glaube, das ist am Ende ist das so ein bisschen die Entscheidung, die man halt treffen muss. Will ich mich selber um alles kümmern? Oder will ich halt wen anders haben? Und dafür muss ich natürlich Geld bezahlen, also dem Genau, nee, das was habe ich auch abgeben. gemerkt. Ja. Als Software-Schnittstelle oder sowas in dem Bereich kann man vielleicht auch noch irgendwie, dass ich das noch ein Steuerprogramm habe oder sowas, dass ich das dann über die Länder oder so mache. Gut, sind wir schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Vielleicht wichtig, ihr seid ja auch M&A-Strategie, also ihr habt ja auch immer gerne auch mal zugekauft. Wie schaut es aktuell aus? Wie würde zum Beispiel wäre Holidoo, wäre sowas regulatorisch zu teuer möglich? Wie würde man über sowas denken? Was oder in welche Richtung denkt man zur Ausweitung, sag ich mal, auf einem anorganischen Weg? Naja, das ist ja immer das gerade als börsengelistetes Unternehmen ja das Problem. Wir kriegen die Frage gern, ja, also grundsätzlich die Frage nach M&A. Wir können natürlich immer nur grundsätzlich darauf antworten. Ja, das ist am Ende nichts, wo wir natürlich irgendwelche Details zu Themen, die wir da vielleicht angehen wollen, preisgeben können. Aber grundsätzlich ist natürlich M&A, das haben wir in der Vergangenheit erfolgreich gemacht. Und M&A ist für uns gerade weil, und das ist natürlich ein Vorteil dessen, ja, muss man sagen, da wir Home2Go haben und Home2Go Pro, haben wir natürlich auch die Möglichkeit oder geschaffen, zum Beispiel als ein anderes Ferienhausgeschäft leicht zu übernehmen. Ja, einfach weil wir eh eine Software haben, die wir beispielsweise, das heißt Home2Go Doppelgänger, ja, weil es eine Kopie im Endeffekt ist, ja, als White Label für andere zur Verfügung stellen können. Diese Technologie nutzen wir natürlich intern genauso. Also als wir Casamundo zum Beispiel gekauft haben, das wird von dieser Technologie getragen. Und irgendwann haben wir uns überlegt, okay, warum nutzen wir das nur für eigene Akquisitionen, können wir ja auch extern anbieten. Aber dadurch profitiert natürlich auch diese Weiterentwicklung, nicht nur aus dem Marktplatz, sondern auch aus den Sachen, die wir gemacht haben. So, und deswegen haben wir natürlich schon den Vorteil, auch da wir den Markt sehr gut kennen, natürlich, weil wir mit fast allen Menschen und Firmen hier in dem Markt zusammenarbeiten, natürlich die Möglichkeit, im Endeffekt sehr gut zu wissen und zu sehen und auch am Puls zu sein, wenn was interessant werden könnte oder wenn wir was machen wollen. Für uns ist extremst wichtig bei dieser Akquisitionsstrategie, dass wir profitable Unternehmen erwerben, die natürlich zu uns passen, ja. Und auch dort gibt es zwei Routen. Einmal am Marktplatz, wo kann man dann noch Erweiterungen machen, aber natürlich stark auch auf dem Home2Go Pro-Teil. So kann ich den Software-Service-Anteil noch mit spannenden Services erweitern. Ja, die vielleicht passend zu bestehenden Services oder vielleicht auch neue Services on top sind, die dann aber wieder in der Synergie mit Home2Go, wenn man denkt, was man aus dem Marktplatz alles an Themen noch rausholen kann, interessant. Ja, weil du hast ja auf der einen Seite mit dem Home2Go Pro, wie gesagt, gerade angesprochen, zum Beispiel Home2Go Doppelgänger. Und das Produkt wird zum Beispiel genutzt, auch von Urlaubspiraten oder TUI. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel auf TUI.com gehst und nach Ferienhäusern suchst, ist das Home2Go-Technologie. Wenn du in ein TUI-Reisebüro gehst und fragst nach einem Ferienhaus und jemand tippelt hinter dem Computer, ist das Home2Go-Technologie in der Regel, ja? Was die nutzen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo man ganz schön sieht, wie das funktioniert. Während wir zum Beispiel eine Software haben für Vermieter, Agenturen und Destinationen, SECRA, die wir zugekauft haben, weil das war nichts, was wir aus dem Marktplatz vorher hätten angeboten haben und dementsprechend hätten bauen sollen, sondern haben lieber gesagt, wir holen etwas, was dann in die Gruppe hinein, was dann unter Home2Go Pro, aber mit den Synergien aus dem Marktplatz natürlich noch besser werden kann. Was ist der Umsatzanteil von der Software-Sparte oder Home2Go Pro ungefähr derzeit? Ja, also wir hatten damals, als wir an die Börse gegangen sind, gesagt, unser Ziel ist, dass Subscription und Services im Endeffekt 20% ausmacht. Ja. Home2Go Pro, also diese Software,
und Service-Lösungen inklusive Subscription machen heute, das ist sozusagen die Q3-Zahl, um die 30% unserer IFRS-Umsätze aus. Ja, das heißt, auch da müssen wir uns neue Ziele setzen. Ja. aber das ist natürlich schön zu sehen. Und daran sieht man auch, da wir insgesamt als Firma gewachsen sind, dass der Home-to-Go-Pro-Bereich natürlich noch stärker wächst oder schneller wächst als der Marktplatz. Ja, und da kann man natürlich auch gut zukaufen, ne? Da gibt es ja natürlich auch kleinere Softwarefirmen, was jetzt auch nicht so der Riesenaufwand ist. Und glaube ich halt auch vor den Multiples, ne? Früher hieß es mal 10-mal Umsatz, so im SaaS-Segment. Ja, vielleicht kommt man da auch mal wieder hin. Ist wahrscheinlich noch mal was anderes von der Bewertung, was man aktuell für den, sag ich mal, das Buchungsthema bekommen würde. Und du hast auch schon angesprochen, Thema Profitabilität. Man würde oder will nur profitable Firmen zukaufen. An der Börse hat sich der Wind da auch ganz schnell geändert, ne? Vor 2, 3 Jahren hieß es alles, wir wollen nur Wachstum, egal so ungefähr, was unten da steht. Das hat sich sehr, sehr schnell gedreht, weil jetzt wollen die Investoren wieder Profitabilität sehen und gerne natürlich auch echte Profitabilität, nicht irgendwie Adjusted EBITDA. Irgendwas. Wie will man da irgendwie hinkommen? Was sind da so, sag ich mal, so die Hebel, die man da in Bewegung setzt, oder was muss dazu passieren? Oder ist, nehme ich mal an, dass das ein Ziel ist, ne? Auf die nächste Zeit. Ja, also ich glaube, das ist ja nicht nur im Public-Bereich, sondern auch im Ja. privaten Bereich ja unheimlich wichtig geworden. Ja, für uns vielleicht auch nochmal wichtig, wenn man sich das in der Rückschau anguckt. Als wir 21 an die Börse gegangen sind, haben wir schon gesagt, dass unser Ziel ist, in 23 Adjusted EBITDA profitabel zu werden. Ja, und das haben wir dann weiterhin als Ziel weitergetragen, obwohl natürlich viele das Ziel dann, ich würde mal sagen, wie du es formuliert hast, ja auch so ein bisschen neu entdeckt haben, ja, weil der Markt natürlich danach gerufen hat. Also für uns war das im Endeffekt eine Fortführung der Strategie, die wir mit Börsengang hatten. Insofern war das für uns auch gut, weil wir nicht dadurch irgendwelche Sachen umwerfen mussten, ja, weil wir schon auf diese Thematik vorher hingearbeitet haben und jetzt nicht irgendwie überrascht waren dadurch. Kann man auch sagen, hat irgendwie gut zusammengepasst, die Entwicklung oder an der Börse mit dem, was wir uns eh vorgenommen haben. Wenn man bei uns, das hatten wir an unserem CMD, also wen das interessiert, da gibt es Slides zu, auch nochmal sehr, sehr dezidiert nochmal ausgeführt, erklärt, was unser Adjusted EBITDA eigentlich ist. Ja, wir adjusten halt für One-Times und Stock-Based Compensation. Da haben wir auch sehr gut erklärt, warum das für Stock-Based Compensation so wichtig ist, weil es da halt verschiedene Werte gibt, wo das erklärt unser CFO Steffen relativ gut bei diesem CMD nochmal, warum im Endeffekt die Werte, die man da vielleicht in der P&L sieht, auch nicht der Wahrheit entsprechen. Ja, oder der Wahrheit im Sinne von, dass die halt zu Werten drinstehen, wo die Aktie noch höher war, ja, und dann als sie eigentlich bedient werden mit den Aktienwerten, einfach aus bilanziellen Werten. Aber am besten wirklich den CMD-Teil angucken, da erklärt das Steffen sehr gut, was die Effekte sind. Unabhängig davon ist natürlich für uns das nächste Ziel Free Cashflow Break-Even, ja, weil das ist natürlich dann am Ende die nächste Marke ist, die wir erreichen wollen, ja, und dieses Jahr war Adjusted EBITDA Break-Even als Ziel. Da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir das erreichen, haben wir ja noch nicht die finalen Zahlen, aber das ist das, was wir auch kommuniziert haben. Okay. Dann vielleicht noch zum Abschluss eine Doppelfrage. Wo liegen derzeit die größten Risiken bei Home2Go, deiner Meinung nach? Und was ist so die Vision, Strategie auf die nächsten 3, 5 Jahre, wo man hin will? Ja, ich glaube, also wie es halt als Public-Unternehmen ist, ja, haben wir natürlich irgendwie ein Risikomanagement und müssen dementsprechend auch alle Risiken, die eventuell eintreten können, identifizieren, ja, und müssen sie prüfen und auch die Eintrittswahrscheinlichkeit etc. etc. Und das liest man natürlich dann in dem Maße auch in unseren Abschlüssen. Ja, ich glaube, was für uns wichtig ist natürlich als kapitalmarktorientiertes Unternehmen und generell als Unternehmen zu schauen, dass wir die richtige Balance ja zwischen Wachstum und Profitabilität haben. Ja, wir wollen profitabel wachsen. Ja, das wie gesagt, bei Börsengang war das schon das Ziel, dieses Jahr Adjusted EBITDA profitabel zu werden. Unser nächstes Ziel ist Free Cashflow profitabel zu werden. Und da müssen wir genau diese richtige Balance finden. Das würde ich nicht als Risiko bezeichnen, aber zumindest ist es schon eine Aufgabe, das hinzubekommen. Ja, gerade auch
mit der AFRS-Rechnungslegung, wo Marketingausgaben eventuell in einem Jahr stattfanden und Einnahmen im nächsten Jahr. Ja, was wo man ganz genau gucken muss, dass man nicht das Unternehmen oder die unternehmerische Seite zu sehr vielleicht an AFRS-Kennzahlen, die am 31.12. halt Schluss machen, dann orientiert. Aber ich glaube, das ist für uns gleichzeitig auch eine Chance, das zu beweisen. Aber sicherlich bringt natürlich die Kapitalmarkt-Sichtweise auf diese jährlichen, ich sag mal, Kennzahlen natürlich das Thema mit, dass man dort schaut, dass man nicht in die Gefahr läuft, irgendwie unternehmerisch vielleicht eine Entscheidung zu treffen, die dann im Nachhinein langfristig schlechter ist. Und das ist, glaube ich, ist uns bisher sehr gut gelungen, aber müssen wir am Ende natürlich weiterhin so ausbauen. Ja, ich glaube aber, dass sonst die Risiken, da gibt es natürlich, wie gesagt, Eintrittswahrscheinlichkeiten auch und so weiter, aber das sind alles mehr lokale Risiken, auf die wir natürlich achten müssen. Und generell gibt es natürlich im Travel-Markt immer das Risiko, wie bei Corona. Ja, also wenn so ein Black Swan-Event kommt, da kann man nichts drum machen. Grundsätzlich gilt aber für unsere Branche, also Ferienhaus und Ferienwohnung, und das ist das Schöne daran, dass sie eigentlich die krisensicherste Branche ist im Travel-Markt. Ja, das war vor Corona so, wenn es zur Finanzkrise kam oder als der arabische Frühling war, war aber auch während Corona so. Ja, immer, wenn die Leute natürlich vielleicht aus welchen Gründen auch immer in einer Krise Angst haben oder halt vielleicht auch ihre Ausgaben reduzieren müssen, weil es finanzseitig oder finanzmarktseitig zu Themen kommt, ist Ferienhaus relativ gesehen, ja, zum Gesamtreisemarkt immer am besten gefahren. Und darüber hinaus das will man ja gar nicht so laut sagen, aber teilweise sogar profitiert, ja, weil die Leute dann eher lokal reisen, Geld sparen. Dafür ist ein Ferienhaus natürlich super, ja, weil man kann mit der Familie hinfahren, man kann Essen mitnehmen als Beispiel. Man ist nicht darauf angewiesen, dass zum Beispiel eine Airline pleite geht oder sowas, weil viel im Ferienhaus natürlich auch mit dem Auto zum Beispiel gereist wird oder anders. Und ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema. Sieht man auch ganz schön, wenn man sich so das Corona-Jahr zum Beispiel anguckt, ne? Also Ferienhaus ist als letztes getroffen worden. Damals ist unser Geschäft irgendwie minus 90% im April gewesen und war schon wieder plus 100 oder über plus 100% im Vergleich zu 2019, in 2020, im Juni. Ja, also ein Auf und Ab. Aber natürlich bei Corona hat es natürlich noch mehr Sinn gemacht, vor allen Dingen, weil man sich vielleicht jetzt nicht ans Buffet beim Hotel stellen wollte. Ja, aber dort sieht man ganz schön, wie widerstandsfähig eigentlich diese Branche ist. Und das hat uns auch am Ende positiv überrascht, ja, wie gut, obwohl wir das natürlich wussten, aber wie gut es doch durchgehend sich immer wieder durchgezogen hat. Ich glaube, es gab ja einen richtigen Boom während Corona mit Ferienhäusern, ne? Ja, Also, aber erstmal ging es natürlich auch runter, genau. ne? Also, das ist schon, wenn man sich das so anguckt, wenn wir jetzt 2020 mit 2019 vergleichen, im Jahresdurchschnitt ist es fast genauso. Wir sind aber super ins Jahr gestartet, ja, dann ging es richtig runter. Und dann ging es nochmal brutaler hoch. Ja. So. Also es ist schon verrückt, was diese Wellenbewegung. Dann kam ja die nächste Welle wieder zu Weihnachten. Ja. Aber im geglätteten Durchschnitt sieht 2020 fast aus wie 2019, nur wesentlich profitabler, weil wir natürlich nicht so viel Marketing ausgegeben haben aus Sicherheitsgründen. Ja, also die Vision, wo sie herkommt, ja, ich glaube, für uns ist es halt wirklich wichtig, am Ende weiterhin alles daran zu setzen. Ne, das ist ja unsere Grundvision, ja, Ferienhäuser und Wohnungen halt für jeden zugänglich zu machen. Und das einfach, ja, also ohne viel Mühe, am Ende die richtige Unterkunft zu finden und das auch zum richtigen Preis und dann auch zu buchen. Ja, sprachen wir ja drüber. Und wir machen da ja auch, sehen uns ja im Endeffekt als Frontrunner so ein bisschen auch für AI in dem Bereich. Ja, da kann man natürlich gerade jetzt mit den AI-Themen, wir haben vorher schon viel Machine Learning immer eingesetzt auf Home2Go, ne, irgendwie 3,5 Milliarden Bilder, die wir uns angucken, verstehen, was drauf ist, optimieren. Wir gucken uns die Beschreibungen an, verstehen, was da drin steht und können das dann zurückspielen ins Produkt, in die strukturierten Daten. Und da ist natürlich jetzt mit den neuen Entwicklungen von AI dieses Verständnis von geschriebener
oder gesprochenen Wort nochmal viel besser, ja, und ermöglicht uns auch noch Sachen zu machen auf der einen Seite, die man vielleicht gar nicht sieht, ja, also weil du halt dann plötzlich auf Home2Go mehr Informationen zu einem Objekt findest als vielleicht auf der Originalseite. Und zweitens aber auch natürlich Sachen, die man direkt sieht, wie zum Beispiel unseren AI-Mode, wo man halt dieses klassische, ich chatte mit einer AI und das aber auf Home2Go angewandt. Oder wir haben, was wir nennen, so Smart Summary von Reviews und also Bewertungen und Beschreibungen auch, damit man, wenn da vielleicht sehr viele Bewertungen sind, jetzt nicht alle 150 Bewertungen durchlesen muss, sondern schon mal so einen Überblick bekommt, ist das denn das, was für mich passt? Und da wollen wir natürlich weiter dran arbeiten, ne? Also der AI-Mode zum Beispiel kann sich auch wunderbar in der Zukunft in etwas entwickeln, was am Ende so ein Travel Assistant Concierge ist, der dich nicht nur während der Buchung betreut, sondern auch danach, ja, den du halt Sachen fragen kannst zu deinem Objekt und so weiter. Und das ist am Ende, was natürlich heißt, dass wir aus Kundensicht, ja, ist letztlich unser Ziel aus dieser Vision abgeleitet, Home2Go zum Household Name zu machen, ja, also für alles, was mit Ferienhaus am Ende zu tun hat, ja, und das heißt für den Reisenden, dass du weißt, ja, dass man, wenn man Home2Go, den Marktplatz von Home2Go nutzt, dass man daran nicht, also eigentlich nicht vorbeikommt, diesen Marktplatz zu nutzen, weil nur so du die Möglichkeit hast, den gesamten Markt zu screenen und das beste Objekt oder das passende Ferienhaus für dich zu finden. Ja, und auf der anderen Seite gilt das genauso für Businesses. Ja, wir sagen intern immer so: Willst du mit deinem Ferienhausgeschäft erfolgreich sein? Ja, arbeitest du mit Home2Go? Also sei es für Nachfrage, weil wir dir es über den Marktplatz bieten, auch als Anbieter, aber natürlich auch für Technologie- und Softwarelösungen mit unserem Home2Go Pro Segment. Und im Endeffekt ist das so ein bisschen die Vision mit einem Ziel dahinter. Ja, und was bedeutet das von der Strategie? Ja, am Ende werden wir weiter auf dem Marktplatz unseren On-Site, also diesen Anteil der direkten Buchungen ausbauen, was wir in Deutschland ja schon sehen mit 80, 85% Anteil, das auch auf den Gesamtmarktplatz, der aktuell eher bei 60% steht. Und Teil davon ist natürlich auch die ganze Strategie rund um Retention, also Wiederbucheranteil auf Home2Go größer zu machen. Da sind wir ja sehr erfolgreich, auch wenn man so ein bisschen vielleicht unsere Zahlen und unsere CMDs und etc. verfolgt, da sieht man das sehr schön, wie wir da sehr erfolgreich daran sind, das immer weiter zu steigern. Ja, und die Wiederbucher wachsen schneller als der Gesamtmarktplatz, woran man auch sieht, dass wir auf der richtigen Seite arbeiten, was das Thema anbelangt. Und außerhalb des Marktplatzes halt den Fokus auf Home2Go Pro. Ja, also wie gesagt, das Ziel, diese 30%, die wir jetzt haben, noch weiter nach oben zu treiben, auf der Software-Services-Lösungsseite inklusive Subscriptions, wo wir uns ja auch viel auf SaaS-Software für den Anbieterbereich, aber auch andere Lösungen, siehe Home2Go Doppelgänger für die TUI zum Beispiel, konzentrieren. Und das ist natürlich für uns der zweite und sehr stark oder der sehr große Fokus, weil das Home2Go Pro-Geschäft ja noch schneller wächst als der Marktplatz. Okay, super. Gibt es noch irgendwie Themen, über die wir sonst noch reden sollten? Ansonsten natürlich noch der Hinweis, dass hier ist keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Es gibt wirklich sehr, sehr gute Unterlagen vom Kapitalmarkttag. Wen es interessiert, kann sich das selber dort anschauen. Und das Schöne ist, an Home2Go, das ist auch ein Produkt, was man auch als Kunde selber nutzen kann. Das ist nicht eine Software, irgendwie Cyber Security, womit keiner irgendwie in Berührung kommt, sondern es ist ein B2C-Produkt, was jeder irgendwie selber einschätzen kann, vielleicht neue Ferienhäuser findet oder dabei sparen kann. Ne? Beim Sommerurlaub ist ja auch der Need, glaube ich, ein bisschen größer. Wenn ich da ein paar tausend Euro für 2, 3 Wochen ausgebe, anstatt wenn ich irgendwie eine Nacht im Hotel irgendwie 5 Euro spare, ist natürlich vielleicht was anderes nochmal. Vom Vergleich. Gibt es sonst noch ein Thema, über das wir vielleicht aus Aktionärssicht oder aus Nutzersicht nochmal sprechen sollten? Ja, ich Oder glaube, so? wir haben eigentlich alles über alles geredet. Ich glaube, was wichtig ist und worauf wir natürlich auch Lust haben, bitte gerne auch Home2Go ausprobieren und uns Feedback schreiben, ja, weil wir da immer, das ist uns extrem wichtig zu hören,
was die Leute denken, auch gerne zum AI-Mode. Der befindet sich zwar immer noch im Beta und wird immer weiterentwickelt, aber nichtsdestotrotz, gerade für diese neuen Features sind wir natürlich auch für Feedback von der Kundenseite sehr, sehr dankbar und nehmen das immer sehr dankbar auf. Und wie gesagt, wenn man ein Ferienhaus hat oder Ferienwohnungen, ja, mal überlegen, was auf der Home2Go Pro B2B-Seite gibt es halt, wie gesagt, eigentlich für jegliche Art von Angebot, was man vielleicht als Vermieter oder auch als Vermietungsagentur hat, eine Softwarelösung, die man sich vielleicht mal angucken sollte. Gerade wenn man Privatvermieter ist, lege ich natürlich Smoobu ans Herz. Und dementsprechend, ja, ich glaube, das ist es auch schon. Und vielen Dank, Philipp, dass ich heute da sein durfte. Vielen Dank, Patrick. Und ich werde es mir auf jeden Fall auch nochmal als Vermieter anschauen. Also aktuell, vielleicht im nächsten Jahr dann, wenn man es mehr genutzt hat. Also da gibt es auf jeden Fall einen Bedarf, ne? Und es gibt auch, glaube ich, sei das Software oder auch von der Innovation, Schlüsselwechsel, Türcodes, das wird ja auch immer besser, ne? Also die Themen, da sind die Und Leute alles auch voll integriert bei Smoo, wenn genau, man will. ja. Ja. Genau, also wenn ihr, selbst auch wenn ihr Vermieter seid, schaut es euch mal an. Also man kann es auch selber sein Ferienhaus oder Ferienwohnung dort eintragen. Und glaube ich, lohnt sich auch gerade, wenn man es vielleicht mal nicht in professionelle Hände gibt, ja, dass man es selber nutzt und ein paar Wochen vermietet. Genau. Ja. Okay, vielen Dank. Super. Und fand ich auf jeden Fall spannend. Spannende Gründerstory aus Deutschland, von denen wir mehr brauchen. Ja, haben wir zumindest an der Börse nicht so viele leider. Und werden wir mal schauen, was die nächste Zeit so bringt. Super. Vielen Dank, Super. Philipp. Ciao. Tschüss.